Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie es dem Sir Quickstep geht, was jetzt der Plan ist, weil er doch schon etwas länger in der Klinik ist. Wie schaut die Wunde aus natürlich? Ja. Und ein paar Einblicke. Wir fahren heute auch zum Kleinen wieder mal. Also ich bin eigentlich fast jeden Tag dort, was ich kann. Und genau, wir haben einfach schon, dass wir ein paar Einblicke für euch filmen, dass ihr seht, wie ist so der Alltag in der Klinik, so viel kann ich nicht machen. Aber es gibt ein paar Sachen, die kann ich machen und die mache ich eigentlich auch jedes Mal. Er steht jetzt knapp 2 Wochen, also morgens, oder wenn ihr das Video seht, sind es 2 Wochen in der Klinik. Er wäre eigentlich nach 6 Tagen rausgekommen. Ist dann aber noch länger geblieben, weil ich keine Zeit habe zum Abholen, also zum Rüberführen nach St. Pölten wieder. Und ja, dann am Donnerstag drauf, also Donnerstag letzte Woche, hat es dann geheißen, dass die Wunde angeschwollen ist und dass sie doch länger da behalten wollen, bis Dienstag, bis die Nähte ziehen wollen. Also dann 2 Wochen später war geplant, dass die Nähte ziehen. Jetzt haben sie mich am Sonntag dann angerufen, also Sonntag letzte Woche, haben gemeint, die Schwellung schaut gut aus, es bildet sich auch schon Narbengewebe. Das Problem ist nur, dass ein paar Nähte gerissen sind. Das heißt, es ist nicht mehr ganz vernäht und auch leicht offen. Es schaut aber gut aus, es ist nicht irgendwas entzündet oder so, aber es ist halt eben offen. Deswegen muss er jetzt noch länger Boxenruhe haben und länger den Verband haben. Ja, das heißt, wir schauen jetzt mal, wie lange er noch in der Klinik bleibt. Genau, das ist so die Info, dass ich dir geben kann. Er steht jetzt eben schon seit 2 Wochen und wird, glaube ich, noch mindestens 3, also mindestens 1 Woche, also dann insgesamt 3 Wochen mindestens stehen, glaube ich. Wenn nicht sogar länger, weil er muss jetzt aus danach, müsste dann auch immer die Tierärztin kommen und so. Und ob das, und Boxenruhe hätte doch dort auch, das heißt, ob das so viel gescheiter wäre, ob ich ihn nicht gleich in der Klinik stehen lasse, das muss man dann alles verreden. Ja. Genau, Alltag bei uns ist so, also ich putze ihn einmal, das gefällt ihm immer. Und ja, dann gehe ich je nachdem ein bisschen spazieren, ein bisschen grasen. Je nachdem, wie viel Energie er hat, da muss ich auch aufpassen, dass ich, wenn er sehr viel Energie hat, auch wenn es komisch klingt, nicht rausgehe, weil er sonst zu viel springt und das mit der Wunde natürlich nicht gut ist und der Verband dann immer rutscht. Ja, und dann ist es nur noch ein bei ihm sein, dass er nicht alleine ist und das war's, mehr kann ich nicht machen. Ist für einen einjährigen Hengst natürlich nicht das Beste, aber er macht sich eigentlich ganz gut. Er ist eigentlich recht brav, er ist auch schon recht ruhig, also wirklich brav ruhig geworden. Was heißt, wenn ein anderes Pferd wiehert oder hin und her geht, ist nur noch ein Kopf rauf und vielleicht wiehern und das war's schon, dann wieder zurück zum Fressen. Ja, aber jetzt nichts Tragisches. Was aber auch schon anders war, also ich habe auch schon, also am Anfang war es ganz schlimm, da ist ein Mensch vorbeigegangen und ein Arzt und der ist gleich ganz aufgeregt worden und hat gewirrt und das war auch fürs Bein nicht gut, weil er natürlich damit das Bein sehr viel bewegt hat, vor allem am Anfang. Und auch gegen die Boxentür dann mit dem Bein gehauen hat, was auch nicht so gut war für das Bein. Ja, das ist so, was gerade abläuft. Toll ist es nicht, aber kann man nicht ändern, jetzt müssen wir nur hoffen, dass es gut verheilt. Ja. Mehr gibt es eh nichts zu sagen, deswegen beende ich das Video jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.